Kindergarten in 12 Stunden. Was ist denn das? Das ist mein allerbester Freund aus dem Kindergarten. Das ist ungefähr der netteste Mensch, den ich kenne. Ich muss da morgen hin, ihm in die Augen gucken und ihn fragen, ob er das sich wirklich antun will. An seinem Hochzeitstag, das ist ein bisschen spät vielleicht. Der Kinocast. Abgefahren. Hallo und herzlich willkommen hier zum Kinocast. Hallo Chris. Abgefahren. Total abgefahren hier. Jawohl, wir sind's wieder und wir haben heute gar nicht so viele Filme, aber es wird trotzdem eine schöne Sendung, hoffe ich mal, für alle Hörerinnen und Hörer. Es wird eine Mega-Sendung, um Gottes Willen. Es wird eine der, da wird man noch in Jahren wird man drüber reden, über diese Sendung heute. Genau, die wird man auf Sticks speichern und dann irgendwo vergraben und oder auf CDs. Apropos CDs, ich habe jetzt hier bei mir, habe ein bisschen umgeräumt hier. Da habe ich eine alte Kiste so mit CD-ROMs und so, ne? Die lese ich gerade alle mal, gucke ich, ob irgendwas Wertvolles drauf ist und lese die aus und packe die auf den Server und die restlichen. Funktionieren die noch? Ja, also sag mal so, 90% funktionieren tatsächlich noch. Die wurden ja ganz gut gelagert, also lichtgeschützt und so. Aber ey, das kannst du echt vergessen, was man da für Schrutz teilweise aufgehoben hat. Also manchmal sind ein paar Perlen drunter, irgendwelche alten gescannten Fotos, die ich gar nicht mehr kannte und so. Aber boah, da ist viel Schrutz dabei. Irgendwelche VCDs und sowas. Irgendwelche sagen, nee, okay. Aber sind wir ja fast beim Thema Film mit VCD. Ja, fast. Welchen Film hattest du denn in der vergangenen Woche in der Sneak Preview, wo ich ja noch auf mein Corona-Ergebnis gewartet habe? Und ja, das kommst du auch erst zu spät aus dem Urlaub zurück. Ja, ist ja halt ganz schlimm. Zur Sicherheit noch nicht gegangen bin. Ja, wir hatten in Sneak 1057 den Film Hello Again, ein Tag für immer. Ja, nee, es hat nichts mit diesem, mit diesem Song von Howard Carpendale zu tun. Und der kommt auch nicht auf die Playlist. Und ich den eigentlich irgendwie mag, weil das ist so ein Ohrwurm-Dingsen. Und es ist ein typisches Szenario im Kino, wenn aufploppt irgendwelche Filmförderungen. Und durchs Kino geht ein und ich verstehe es teilweise, aber inzwischen ein Stück weit kann ich es nicht mehr nachvollziehen, weil wir da extrem coole Titel allein auch wieder in den letzten Wochen hatten. Ich erinnere nur an Ausgerissen. Deutsches Kino ist nicht immer scheiße. Ja, man hofft halt trotzdem irgendwie mal den neuen Blockbuster zu sehen in der Sneak. Irgendwie ist die Hoffnung ja doch da. Ja, und wenn schön. Dann steht irgendwie Filmförderung Bayern oder sowas, ja, dann weiß man schon, okay, es ist nicht der neue Wonder Woman Film. Nee, eher nicht. Das ist schon richtig. Aber ist nicht so wild. Also, Hello Again, ein Tag für immer. Darum soll es jetzt erstmal gehen. Und wir lernen gleich zu Beginn Sassi kennen. Sassi hat eine eher komplizierte Kindheit, weil ihre Eltern streiten sich ständig, weswegen Sassi immer zu ihrem besten Freund Philipp rennt dann auch und da quasi wie die Tochter der Familie dann auch schon ist. Nur Sassi nimmt aus ihrer Kindheit mit, dass sie beziehungsunfähig ist. Sassi wird übrigens gespielt von Alicia von Rittberg. Und während ihre größere Schwester, ihre ältere Schwester mehr so völlig Überkompensationsfamilienmensch wird sie halt, bezeichnet sich selbst als beziehungsunfähig und absolut kein Beziehungsmensch. Und eben dann ihre tolle Freundschaft zu Philipp, der durch Schulzeit und was weiß ich was alles führt. Nur lernen wir dann Sassi nochmal aus einer anderen Ecke kennen, und zwar aus der Ecke, dass sie in einer WG wohnt, und zwar mit ihren Freunden Patrick und Anton. Patrick gespielt von Samuel Schneider und Anton gespielt von Edin Hasanovic. Mhm. Und sagt dir was, der Name? Ja klar, aus Skylines. Und den habe ich gestern erst gesehen bei Hirschhausens Quiz des Menschen auf ARD. Da hat er das nämlich auch vorgestellt, seinen Film. Sehr schön. Also auf jeden Fall dahingehend sehr witzig, weil diese WG setzt sich zusammen mit den Worten, wir sind allesamt beziehungsunfähig, so bezeichnen sie sich mehr oder weniger selbst, und wohnen dort eben wunderschön zusammen. Sassi, wie gesagt, mit ihrem kompletten Frust, was Beziehung oder Liebe oder sowas angeht, und
ja, die anderen eben auch mit ihren Problemen, weil der gute Patrick so ziemlich ja alles macht, außer zu studieren, und so ziemlich mit jeder Frau alles macht, was eigentlich nur geht, weil er halt so, ich weiß nicht, was die Frauen in mir sehen, aber die armen Geschöpfe, die kann man ja nicht alleine lassen in der Nacht. Also irgendwie so. Und Anton ist auch dahingehend sehr witzig, weil der hat dieses Schlafsyndrom. Also wenn der sich zu sehr aufregt, schläft er ein. Und das hat durchaus extrem Charme. Diese Kombi von den ganzen Typen hat extrem Charme schon mal und ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und was dann natürlich passiert ist, Sassi bekommt eine Einladung zur Hochzeit. Und zwar von Philipp, von ihrem besten Freund, den sie seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen hat, weil sie haben eine Nacht miteinander verbracht. Und dann ist Sassi mehr oder weniger ein bisschen durchgedreht und hat sich einfach abgekoppelt und sich nie wieder gemeldet. Trotzdem gab es die Einladung für die Hochzeit und sie beschließt, alles klar, da gehe ich hin und crashe diese Hochzeit mehr oder weniger oder erkläre ihm, hey, pass auf, das ist ein Riesenfehler. Weil wen er heiratet, ist auch eine, in Anführungszeichen, Freundin aus Kindheitstagen, mit der er sie allerdings nie wirklich gut zurechtkam, deren Eltern Zahnärzte waren, und sie hat dann auch einen Zahn gezogen bekommen, der nicht gewackelt hat, mit einer Beißzange und so Sachen als Kind, und hat also da relativ schlechte Erinnerungen an die Gute. Traumatisiert, höre ich da. Ja, ziemlich traumatisiert. Und sie beschließt also, dort diese Hochzeit zu verhindern, rennt dann am nächsten Tag, weil Sassi halt so ein bisschen auch verplant ist, rennt dann am nächsten Tag, wacht morgens auf, weil nebenan Patrick mal wieder mit einer Dame am Werkeln ist, was bei ihr die Wände zum Wackeln bringt, wacht dann auf, geht dann mit Anton auf diese Hochzeit, betrinkt sich völlig und muss sich dann übergeben, und zwar auf das Hochzeitskleid und auf den Bräutigam. Während Anton sich so aufregt, dass er ohnmächtig wird und in die Hochzeitstorte klatscht. Es ist eine Aneinanderkettung von Umständen, wo du dir einfach nur denkst, ach du Scheiße, aber hat relativ viel Witz und relativ viel Charme dann auch. Nur, dann geht genau das los, was wir schon 1000-mal gesehen haben und was dann auch den Titel erklärt mit Ein Tag für immer. Es hat den Murmeltier-Effekt. Sie wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich, okay, was war gestern los? Ich war tierisch besoffen, um Gottes Willen. Anton kommt so ins Zimmer, hey, wir müssen los zur Hochzeit. Und sie erlebt den Hochzeitstag wieder und wieder und wieder und wieder. Und daraus spinnt sich dann eben, dass sie verschiedene Ansätze wählt, um diese Hochzeit erstmal zu verhindern, um da zu schauen, okay, wie kann ich da den Philipp aufhalten? Und bekommt immer mehr lustige Sachen raus, weil die Dame, mit der ihr Mitbewohner Patrick unterwegs ist, ist niemand anderes als Franziska, also Emilia Schüle spielt die Franziska, die eben an diesem Tag Philipp heiraten soll. Klingt da eigentlich nach einer ganz charmanten deutschen Komödie, oder? Es ist brutal charmant. Also der Ansatz ist nicht neu mit Täglich grüßt das Murmeltier und ich erlebe 1000-mal denselben Tag. Hatten wir ja auch bei Happy Death Day, nur halt in anderer Art und Weise. Also die Idee an sich ist neu, aber die Umsetzung ist unfassbar süß. Weil eben auch Alicia von Rittberg diese Sassi unglaublich gut spielt, die dann immer mehr so durchdreht und Anton einfach ein unglaublich liebenswürdiger Teddybär ist eigentlich, der halt, wenn es zu schlimm wird, sich echt einfach umkippt. Und da entstehen einfach Situationen dann auch, was die Beziehungen von den allen angeht. Es ist sehr witzig. Es ist wirklich nicht übertrieben witzig und so Fremdschämdingsen, sondern es ist wirklich sehr cool gemacht. Es ist sehr, sehr schön gedreht. Klar erlebt man den Tag immer wieder, aber Sassi, ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aber Sassi wird halt wirklich, sie wird erwachsen in diesem Film. Und es geht um die Liebe und es geht vielleicht auch darum, dass nicht immer alles scheiße ist und dass nicht verloren geglaubte Beziehungen immer das Beste ist, sie aufzuwärmen oder man die Retterin der Welt spielen muss und. Ganz arg viele kleine süße Aspekte, die relativ stimmig dann zusammenkommen. Es ist wirklich ein Film, den kann man bedenkenlos als Pärchen anschauen zum Beispiel oder auch, ey, ich schnapp mir jetzt meine beste Freundin, also die Mädels. Die Damen, Entschuldigung, das soll ich nicht Mädels sagen. Die Damen können da auch bedenkenlos einen Damenabend machen, eine Ladies' Night machen.
macht man auf keinen Fall was falsch. Es ist also eine Liebeskomödie, ein wenig Drama auch drin, ohne Til Schweiger, ohne Matthias Schweighöfer, die perfekt funktioniert. Mir hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Es war dieser erste Effekt, wo man auch immer denkt, so, naja, es ist einfach negativ belastet. Wenn man auch reinschaut mit der Stimmenverteilung in der Gruppe, in unserer Metroposnik-Gruppe, es gibt zweimal gibt es zwei Punkte, einmal vier. Und ab da wird es ja dann eigentlich schon okay. Also dann gibt es tatsächlich 6 Leute mit 9, 5 mit 8. Ich selber gebe ihm 7 Punkte, weil klar, es waren ein paar unstimmige Sachen dabei. Also eigentlich 7,5, weil er war schon ganz cool. Und ja, es ist ein Film, ich kann ihn echt empfehlen, wie er ausgeht oder so, was passiert. Keine Chance, verrate ich natürlich nicht, aber trotz alledem kann man sich anschauen. Gerade jetzt in der Zeit, wo vielleicht noch nicht so viele Kinofilme laufen, ist es eine sehr gute, sehr solide Wahl, die man treffen kann, wo man nichts falsch macht, auch wenn das Thema mit täglich grüßt das Murmeltier nichts Neues ist. Es ist schön umgesetzt und es macht sehr viel Spaß. Ich finde das immer sehr charmant, dieses Prinzip, dass irgendwas nochmal erlebt wird und wie das dann auch umgesetzt wird, auch so von filmischer Sicht, ja, weil du musst es ja, du drehst ja dann die Szenen mehrfach und musst dann halt im Kopf haben, was jetzt schon passiert ist und was sich hier ändern muss. Und ja, richtig. Ich finde das eigentlich und immer ganz nett. Du erlebst halt auch so eine Hochzeit, wo ich selbst auch das blanke Kotzen bekommen könnte. Es gibt halt dann auch diese Partyspiele mit, oh ja, und jetzt setzen wir Braut und Bräutigam an Rücken und dann heben die einen Schuh hoch, wenn sie meinen, wer das besser macht. Du, das ist immer, das ist ja so super ätzend. Ja, das muss aber sein. Nein, das muss nicht sein. Doch, ich finde sowas muss doch irgendwie nicht sein. Das wird gewollt. So. Ja, das ist, na, wer will denn das? Also mal ganz ehrlich. Ich glaube, das wollen die Zuschauer, also die Gäste. Also so. Ich als Zuschauer auf eine Hochzeit, ich saß ja dann, Fabi saß neben mir, der heiratet ja nächstes Jahr. Der hat mich angeguckt und auch nur gemeint so, Alter, bloß nicht. Und warte mal ab, letzten Endes wird es ja dann doch passieren. Ich meine, das ist noch was von den weniger peinlichen Sachen, die auf Hochzeiten an Spielen und so gemacht werden können. Ne? Ja, es gibt da noch durchaus peinlichere Sachen. Wenn man reingeht, darf man sich auch auf den Tanz freuen, der vorgeführt wird von Franziska, den sie extra einstudiert hat. Da wird man auch nur denken, Alter, nein, mach doch bitte das nicht, wie peinlich. Und das ist so Fremdscham und was weiß ich. Und oh ja, und dann haben wir hier noch die Fotobox und da haben wir so weiße Blütenblätter und tja. Boah, so viel Kitsch, so viel Quark. Und da wundert es mich echt, die Leute kotzen ab, wenn es heißt Film aus Deutschland, aber wollen dann sowas auf der Hochzeit sehen. Also ich brauche sowas auf einer Hochzeit nicht. Die sollen sagen, ja, dann geht man ein bisschen, gibt es ein bisschen was Gutes essen, dann geht man noch ein bisschen abtanzen. Will einfach feiern, eine gute Zeit haben und nicht so, juhu, wir sind so lustig und guck mal, ihr habt nur als Gemeinsamkeiten, wer den Müll rausbringt und was weiß ich was. Also brauche ich nicht. Wie war das bei dir an der Hochzeit? Ich konnte ja leider nicht. Hattet ihr das auch? Ja, wir hatten das, was du als peinlich bezeichnest, durchaus. Eigentlich habe ich vorher, also das mit dem Rücken an Rücken hatten wir. Also sonst die anderen Peinlichkeiten. Ah, und wie viele Übereinstimmungen hattet ihr? Oh, das weiß ich gar nicht mehr, aber wir kennen uns ja schon lange, leider. Das ist ja, wir kennen uns ja schon lange, leider. Für das Spiel ist es leider, weil dadurch ist es natürlich weniger witzig. Ja. Witzig ist ja, wenn der eine sagt so, der andere sagt so und alle so. Weißt du, so. Aber ja, ist total witzig. Genau. Oh Gott. Aber da kann ich ja mal, wenn du eher so eine schlichte Hochzeit irgendwann mal geplant hast, dann kann ich dir ja dem Matt seine Variante empfehlen hier, der bei dem unsere Webseite auch betreut wird. Der ist einfach mit seiner damaligen Freundin irgendwie Donnerstagnachmittag, da war irgendwie ein günstiger Termin auf dem Standesamt hingegangen, irgendwie mit ein paar Trauzeugen und dann wurde das Ding erledigt. Ja. Ja, genau. Muss ja nicht mehr sein. Na gut. Also, Hello Again, ein Tag für immer. Also, den habe ich mir schon vorgemerkt, weil das klang gestern auch sehr schön, wo der davon erzählt hatte. Er ist ja nur eine Nebenrolle, Edin Hasanovic, in dem Film. Ja, aber eine sehr wichtige. Ja, aber er hat das auch so schön beschrieben. Da hat er mich eigentlich interessiert gehabt und er hat auch gesagt, er startet jetzt irgendwie am 17. September, glaube ich, im Kino, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und das heißt also, wir haben den jetzt bei den Kinostarts dann auch gleich mit erwähnt. Genau. Und ich, ja, ob ich da jetzt ins Kino gehe, weiß ich jetzt nicht. Aber der ist auf jeden Fall vorgemerkt zum Zuhause mal angucken. Das geht bestimmt. Ja, wie gesagt, definitiv. Dann kommen wir mal zu den Sneak-Tipp für morgen. Wie lautet denn der?
Das ist dann die Sneak 1058 und der Tipp für den 14.09. lautet 906090. Jetzt habe ich die Seite gar nicht mehr auf, jetzt hier. Also, es sind ja schon Tipps eingegangen. Ich selber habe auch was getippt gehabt. Und zwar hatte, hier jetzt, brave Mädchen tun das nicht. Im Original heißt der A Nice Girl Like You. Dann hat jemand Wonder Woman getippt, wahrscheinlich Wonder Woman 84 oder wie der heißt, der neue. Aber glaube ich fast nicht, weil er hat ja noch nicht mal Weltpremiere. Also ich glaube nicht, dass die Weltpremiere in Stuttgart in den Stadtkinos stattfinden wird. Wäre natürlich schön, aber dann hat noch jemand die Misswahl, Beginn einer Revolution, in Klammern, also Originaltitel wahrscheinlich Misbehavior. Und das hat auch noch jemand anders getippt, die Stephanie. Und ja, klingt, also Misswahl klingt ja schon sehr nach 90, 60, 90 irgendwie. Vielleicht passt das ja auch. Habe ich noch gar nicht geguckt, worum es da geht in dem Film. Ich auch nicht, aber klingt ganz interessant auf jeden Fall. Also ja, jetzt nicht wegen den Maßen, um Gottes Willen. Immer diese fürchterlichen, oh, es braucht ein Schönheitsideal, sowas nervt. Ja, dann kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Und zwar, nachdem es mit Tenet ja irgendwie nicht geklappt hat die Woche, vielleicht kriegen wir es auch irgendwie hin, mal gucken. Ja, aber kein Problem. War ich tatsächlich mal mit meinem Kleinen im Kino und wir haben Scooby, ein voll, wie heißt es im Deutschen, ein voll verwedeltes Abenteuer oder so. Voll verwedelt, Scooby, voll verwedelt. Genau, Scooby, voll verwedelt. Im Original heißt er übrigens nur Scoob, also ohne Y. Ich habe nämlich den auf IMDb mal gesucht, weil ich wissen wollte, wer im Original die Leute spricht. Und habe den überhaupt nicht gefunden. Da gibt es alle ganzen Tausenden von Serien, Staffeln und irgendwelche Filme, uralte Dinger. Aber ich habe den Film nicht gefunden, ne? Und dann habe ich mal nochmal weitergesucht und habe gesehen, ach, da fehlt das Y im Original. Also Scoob heißt der nur. Und ist von Warner Bros. Animations. Und das ist wieder so ein Film, der hat mich am Anfang in den ersten Sekunden des Films dermaßen reingesaugt. Ich war sofort drin. Also da kam geile Musik, die ich jetzt mal nicht spoilern will. Und die Blende macht dann so auf und da steht da Warner Animations und so weiter. Und wir sehen den kleinen Scooby-Doo-Hund, wie er da ein bisschen Quatsch macht und wie er seinen Kumpel Shaggy dann trifft und so weiter. Und da ist richtig geiler Soundtrack. Und dann, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel für Leute, die den Film noch sehen wollen, dann macht der Film aber so eine Montagesequenz und dann sieht man, wie die beiden zusammen irgendwie ein bisschen älter werden, also was die da so in der Zwischenzeit erlebt haben. Und dann sind sie auch schon groß, wie man sie eigentlich üblicherweise kennt aus der Serie. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es geht jetzt so weiter in diesem coolen Stil, dass der noch klein ist, der Hund, und der Shaggy ist auch noch ein junger Kerl. Und weil die werden halt so vorgestellt, der Shaggy, ja, der ist halt so ein Typ, hat keine Freunde weiter, geht halt alleine zum Strand und sagt seinen Eltern, er würde mit seinen Freunden am Strand spielen, und dann lernt er halt den Hund kennen und die werden halt beste Freunde und so. Das fand ich sehr süß, wie das gemacht war, und sehr, sehr charmant und coole Musik, weil das auch so irgendwie in den 90ern spielt. Und dann macht es eben so einen Sprung nach vorne und die sind halt älter und dann kommt auch irgendwie die ganze Party zusammen. Also da sind ja noch mehr dabei in der Clique. Und dann kommt natürlich auch so ein Oberbösewicht dazu. Und wie soll ich es erklären? Also da gibt es natürlich auch so ein mysteriöse Fälle, die dann gelöst werden und so. Ja, das hat mir jetzt nicht mehr ganz so gefallen. Dem Kleinen hat es total gut gefallen, von Anfang bis Ende. Also ich bin ja auch nicht, denke ich mal, die Zielgruppe von dem Ding. Es war jetzt nicht so knapp vorbei, ja. Es war jetzt nicht so schlimm wie manche andere Enttäuschungen von Kinderfilmen, die ich im Kino gesehen habe. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Allerdings waren wieder so diese ganz typischen Sachen drin, wie da ist diese Party und gehen manche davon ihren eigenen Weg und sind dann irgendwie weg und die anderen müssen die wiederfinden. Das ist immer das Gleiche, ne? Oder die einen machen was und sind getrennt, weißt du, und müssen halt zurück und irgendjemand geht verloren und die anderen müssen den suchen. Also diese ganz typischen Mechanismen von Kinderfilmen, die ich schon tausendmal gesehen habe, in verschiedensten Varianten. Oh, das mag ich einfach nicht mehr sehen. Da haben mir die Anfangssequenzen wesentlich besser gefallen. Und ja, dann sind halt so ein paar gruselige Sachen und dann ist ein bisschen was auch nicht direkt
geklaut ist, aber wo so Anlehnungen, da gibt es dann so ganz viele so kleine Roboter, die so fast wie die Minions agieren und sind. Oho. Und auch so ein bisschen niedlich, weißt du, und so. Was für eine großartige Idee. So, so eine Schar von diesen kleinen Robotern, ja, so. Und dann gibt es natürlich noch das große Ganze und dann ist so dieses typisch amerikanische Ding, so, da werden so ja, europäische Sehenswürdigkeiten aus dem Hut gezaubert und dann muss man da hinreisen ganz schnell und ach ja. Ich glaube, im Original, also manche Stimmen hatten im Deutschen auch die Original-Synchronstimme, also die von Mark Wahlberg hat zum Beispiel die Original-Synchronstimme und ein paar andere halt auch, aber viele halt eben nicht. Da fehlt halt eben so dieser Wiedererkennungswert. Der macht, denke ich mal, im Original ein bisschen mehr Spaß, aber insgesamt ist es schon ein schöner Film, wenn man auch diese, ja, diese die alten Filme mochte, die Serien, die irgendwie, ich glaube, Sonntagvormittag kam das immer auf RTL, habe ich, glaube ich, immer geguckt gehabt, auch wo ich schon älter war dann. Und dem Kleinen hat es auch gefallen, der kannte das ja nun überhaupt noch nicht. Und dadurch, dass halt ein bisschen so diese Vorgeschichte erklärt wurde, wie die zwei sich gefunden haben, war das für ihn auch ganz gut. Und ja, netter Film. Also wundert mich nicht, dass es ein ziemlicher Erfolg jetzt im Kino gewesen ist, weil der ist eigentlich für groß und klein ein netter Film. Cool gemacht, kann man angucken. Ich gebe es 7/10 auch. Ist jetzt nicht der große Wurf. Aber kann man durchaus mal gucken. Und wir hatten ja, glaube ich, festgestellt, dass der schon relativ früh dann auf Amazon Prime dann zum Kaufen ist, ne, oder? War ja. Da nicht, hatte ich nicht mal einen Link irgendwie geteilt gehabt? Ich habe es jetzt gerade nicht parat, aber also wer jetzt nicht ins Kino gehen will, kann den sogar schon zu Hause gucken. Und oder halt nochmal ins Kino gehen, die Kinos unterstützen. War auch erstaunlich gut besetzt, das Kino. Ja, gut, war halt Samstag. Ne? Samstagmittag halt, aber naja. Ja, also von mir Scooby, voll verwedelt. 7 Punkte. Kann man gucken. Dann schauen wir doch mal, was man noch so gucken kann und was Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. So, in den 1, 2, 3, 4, 5, in den Top 5 der Stuttgarter Innenstadtkinos ist auf Platz 5 Pets 2. Die immer noch. Wiederaufführung. Ja, läuft auch heute zum Beispiel Sonntag 13.45 Uhr. Ja, okay. Läuft immer noch, aber nur heute auch Scooby. Oh, im Gloria läuft es. Im Gloria. Ja, voll verwedelt. Ja. Cool. Ach ja, ich fand auch ganz nett, dass das in 2D war. Scooby. Also, ja, das war wirklich mal ganz entspannt, ohne Brille und so. Ist wahrscheinlich auch, weiß gar nicht, wie es jetzt funktioniert mit Corona und diesen Brillen. Geht das überhaupt? Ja. Keine Ahnung, werden wahrscheinlich verbrannt oder so. Genau. Scheiterhaufen verbrannt. Platz 1, 2, 3. The New Mutants. Habe ich nicht allzu Gutes gehört, aber ja. Ich auch nicht. Platz 3. Ich weiß von jemandem, der drin war, aber habe noch kein Feedback. Aber ja. Platz 2. After Truth. Oh, das ist ja, ist aber erstaunlich in vielen Slots gebucht im Metropol, ne? Ja, der kommt auch extrem gut an. Hm? Erotikdrama. Platz 1, immer noch Tenet. Ja, bitte beachten Sie, ein Zuschlag, ein Premium-Zuschlag von 1,50 Euro. Oh, Premium-Zuschlag. Aha. Ja. Okay, Platz 1, trotzdem. Trotz Premium-Zuschlag. Und wo ist jetzt mein anderer Tab hier? Ich weiß nicht, ich habe nur Filmstarts gerade. Also Filmstarts, ja, das startet jetzt am 17. September, wie du schon richtig vorgestellt hast. Hello Again, ein Tag für immer. Hello Again, ja. The Outpost startet auch. Kriegsfilm auf wahren Begebenheiten über eine US-Einheit, die von Taliban-Anhängern überrascht wird. War ja auch in der Verlosung für die Sneak, ne? Genau, den hat man vorgestellt gehabt. Lord und Schlumpfi. Lord. Ich dachte jetzt wegen Wacken, weißt du? Lordi. Ja, ja, aber nein. Lord und Schlumpfi, der lange Weg nach Wacken. Eine Komödie ab 12 Jahren. Okay. Warte mal, da muss ich mal in die Geschichte reinlesen. Das klingt ja so absurd hier. Die Kumpel Lord und Schlumpfi machen Black Bavarian Splatter Metal. Okay. Und wollen damit endlich auf die große Bühne, am besten nach Wacken. Sie erhalten vom örtlichen Gitarrengott Sägewerk Siggi den Tipp, das okkulte Buch Pentatonikon soll den ambitionierten Musikern mit Hilfe eines Rituals den Weg zum Festival eben. Klingt so ein bisschen wie die deutsche Version von Wayne's World oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwie. So irgendwie zwei Typen, die irgendwie irgendwo hinwollen zu irgendeinem Festival.
Aber das klingt eigentlich nach einem super Sneak-Film, irgendwie sowas Abgefahrenes. Aber ja, kam ja nicht, ja. Ne? Läuft ja noch an. Hm. Ja, könnte ja am Montag noch kommen. Was allerdings schon in der Sneak lief, ist Jean Seberg oder Jean Seberg. Against All Enemies. Kristen Stewart wird zur Ikone Jean Seberg. Seberg, die in den 1960ern für ihr politisches Engagement und für die Black Panther-Bewegung vom FBI verfolgt wird. Wir erinnern uns, den hatten wir noch vor der Corona-Pause. Hat sie irgendwie so durchschnittlich bewertet, glaube ich. Oder war es Corona? War es ganz am Anfang von der Corona-Phase, wo wir da aufgemacht haben, oder war es noch davor? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, es war vorher noch, weil ich war dann nicht mit, weil nach Corona war ich eigentlich außer im Urlaub, war ich in jeder Sneak. Ja. Okay. Aber war ja, glaube ich, so bisschen, durchschnittlich, ne? Von, der war ein bisschen bewertet. Zäh, ja. Ich hatte Mitteilung bekommen, dass der wohl in einigen so Arthouse-Kinos und so lief der wohl schon in Previews ganz gut und so. Es läuft auch noch an Über die Unendlichkeit, ein Drama, ein essayistischer Filmentwurf von Altmeister Roy Anderson. Eine Reflexion über das Leben in all seiner Schönheit und Grausamkeit. Okay. Okay. Ich habe kurz nebenher gesucht. Am 16. Februar hatten wir den in der Sendung, in Folge 604, zusammen mit Gemini Man und Rambo Last Blood. Ich habe bestimmt Rambo vorgestellt. Ja, total gut eingebettet. Okay, du hattest Über die Unendlichkeit. Ja, du bist mit Bibi. Dann mache ich Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen. Sequel des erfolgreichen Hexenabenteuers aus dem Jahr 2002, das mit noch mehr Actionwitz und Special Effects ausgestattet ist. Von Franziska Buch mit Sidonie von Grosig, Corinna Harfurch, Katja Riemann und weiteren. Der nächste, Hex, der... Bling, bling. Der nächste, der bei wie heißt ihr Dingsen? Weißt du, wie ihr Besen heißt? Oh, weiß ich nicht mehr. Kartoffelbrei. Ach, stimmt, ja. Komm herbei, Kartoffelbrei. Ja, das ist lange her, dass die Tabitha das geguckt hat. Geguckt, das hat man auf Kassette gehört. Nee, ich nicht. Der nächste Film, der hier bei Kino.de drin steht, steht aber nicht in den offiziellen Starts drin. Love Cut steht da drin. Quasi Jugenddrama aus Österreich in der Tradition von Kids. Da steht, also wird wahrscheinlich verschoben worden sein. Es läuft auch noch an Nackte Tiere, deutsches Drama um fünf Jugendliche, die einen letzten Winter gemeinsam verbringen, bevor sich ihre Wege mit dem Schulabschluss trennen. Jo. Und super. Dann sind wir eigentlich... Da hätten wir was noch Binti, es gibt mich, Kinder- und Familienfilm. Okay. Puh. Binti, ah, jetzt habe ich Lord und Schlumpfi hier. Binti, es gibt mich. Du bist immer bei Lord und Schlumpfi. Ja, ich hatte den falschen Tab. Naja, da ist ja alles Mögliche hier dabei gewesen. Ja, aber schön zu sehen, dass das nix, was, wieder mehr Vielfalt kommt. Ne? Nichts, was mich jetzt so wahnsinnig diese Woche jetzt reizt. Ich würde eher noch in welche von letzten Wochen gehen. Da würde ich eher New Mutants oder Tenet gucken. Oder natürlich Lord und Schlumpfi. Ne? Ja, mal sehen, ob der hier überhaupt anläuft in den Innenstadtkinos. Auf Blu-ray gibt es neu ab dem 14. September Ip Man Teil 4, das Finale. Den hatte ich, glaube ich, mal vorgestellt hier, den Film. Ich fand den ja ziemlich cool, also coole Action-Sequenzen und so. Und über den Bruce Lee-Schüler, der mit Wing Chun da sich durchfightet und so. Echt cool gemacht. Und? Ja, und dann gibt es noch Narziss und Goldmund. Der lief ja ganz gut, ne? Vor Corona war das ja noch. Im Kino. Ja, das ist hier zwei konträre Lebensentwürfe und Charaktere bilden den Kern der Geschichte von Narziss und Goldmund. Da ist auf der einen Seite der asketische und tiefreligiöse Klosterschüler Narziss, Sabine Tambrea, auf der anderen Seite der junge, ungestüme Goldmund, Janis Niewöhner, der von seinem Vater ins mittelalterliche Kloster Maria Bronn gebracht wird. Okay, spannend, ja. Ja, sehr spannend. Lief wohl auch ganz gut. Nein, bin ich froh, dass wir den nicht in das Sneak hatten. aber wir haben ja noch eine Serie zum Vorstellen. Die hast du das letzte Mal schon leicht vorgestellt gehabt. Ich habe mittlerweile auch alles geguckt, was es davon gab, inklusive der Folge von Freitag. Serien. Es handelt sich um die Serie Ted Lasso mit Jason Sudeikis von und mit. Ich glaube, der produziert auch mit, ne? Und ja, ich glaube, ja. Gibt's bei Apple TV Plus. Aus. Und wird so, jeden Freitag kommt, glaube ich, eine neue Folge, ne? Jeden Freitag kommt eine neue, ja. Und ist auch schon bestätigt, dass eine zweite Staffel kommen wird. Und basiert wohl auf einem Konzept von NBC
aus den USA und es geht um Ted Lasso, wie du es letzte Woche ja schon richtig vorgestellt hast, aber vielleicht hat nicht jeder die Sendung gehört, einem Football-Trainer aus den USA, der von einer Premier League-Mannschaft engagiert wird, als Fußballtrainer aktiv zu werden, denn die Frau hat das Team quasi übernommen. In England geht das ja so mit diesen Leuten, die ganze Teams besitzen oder sowas. In Deutschland ja zum Glück noch nicht, dank 50+1 und so. Ja, und sie hat das Team quasi von ihrem Mann, hat sie das, wie war das eigentlich? War das Scheidungsmasse oder wie war das? Ja, genau. Es wurde bei der Scheidung dazu gesprochen. Ah, genau. Also sie hat dieses Premier League Team und Richmond AFC oder AFC Richmond. Genau, mit einem Hund als Logo oder sowas oder einem Wolf oder was ist das? Keine Ahnung. Und dieses Team hatte wohl mal größere Ambitionen, ist jetzt mittlerweile so ein bisschen im Mittelfeld versackt und droht so ein bisschen nach unten durchgereicht zu werden. Und ja, sie übernimmt das Team und ihr Mann hat sich wirklich übelst verhalten gehabt und hat sie betrogen und ja, sie übernimmt das Team und will nun, ja, kann man das eigentlich so verraten oder sollte man das sagen? Muss man eigentlich ein bisschen sagen, ne, was sie damit eigentlich... Naja, es gibt ja einen Grund, warum man einen Football-Coach zu einem Fußballverein holt. Also sie erhofft sich da nicht gerade große Erfolge davon und sie will eigentlich, dass ihr Mann, wenn der das sieht, was mit seinem Lieblingsverein passiert, dass er sich da halt ärgert. Ne? Und es klappt dann aber doch besser als gedacht und die freuen sich auch ein bisschen. Teilweise. Ja. Jamie tat. Ja, es ist natürlich. Boss. Es kommt natürlich der Football-Trainer dazu und natürlich mit seiner völlig amerikanischen Art da aus Kansas, mit seinem breiten Akzent. Also man muss es im Original gucken, wenn man es nicht ganz so gut versteht, kann man ja Untertitel anmachen, aber man sollte es wirklich im Original gucken, weil es ist einfach sehr großartig, auch wie dieses hochgestellte Englisch, teilweise auch mit den verschiedenen Akzenten, weil die haben ja auch einen Schotten im Team, den keiner versteht, also nicht mal die Engländer selbst. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, ich will nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir manchmal auf Arbeit irgendwelche Telefonkonferenzen haben und da sind Leute drin, die wirklich muttersprachlich Englisch sind und dann wählen sich manchmal Leute ein, die wirklich so einen ganz üblen Akzent haben, wo ich da manchmal hinterher frage, kannst du mir das mal kurz erklären, was der vorhin gesagt hat oder so? Und die sagen, keine Ahnung. Also das ist nicht unüblich, ja, das auch. Na, Dani Rojas, Dani Rojas, ja, diese ganze Teamchemie und diese ganze Teamdynamik, diese Gruppendynamik ist natürlich sehr, sehr starkes Thema, wie er versucht, da die alten Zöpfe da abzuschneiden und die überhaupt die erstmal zu einer Mannschaft zu formen, die ja irgendwie so macht jeder seins und keiner irgendwie, der eine fühlt sich als der große Star und der andere ist halt schon so ein bisschen abgehalfterter, der mal früher gut war und der hält sich aber immer noch für gut und ja, dann haben sie noch ein paar Neulinge drin, die da noch nicht so richtig integriert sind und ja, dazu noch, dass dieses Team in dieser Region doch sehr verankert ist, was dazu führt, dass er erstmal sehr stark angefeindet wird auch als Wanker. Weil Wanker. Am Anfang läuft es natürlich noch nicht so gut. Wanker. Wichser. Auch in der Kneipe, wo sie natürlich dann immer hingehen und das sind die coole Nebenfiguren. Da gibt es so diesen einen übelst bärigen Typen, der dann aber doch irgendwie... Der ist doch was dran findet, aber irgendwie. Also, ich habe es schon, glaube ich, letztes Mal gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen. Diese Serie ist so mit so viel Herz teilweise gemacht und Ted Lasso ist so eine unfassbar tolle Figur. Und ich habe wirklich, ich habe es jetzt auch bei Twitter letztens, gestern glaube ich, geschrieben, dass ich noch nie so viel Sympathie und Empathie für eine Serienfigur, für eine fiktive Figur empfunden habe, wie für Ted Lasso, weil der ist ein so lieber Kerl, ein so toller lieber Kerl und ein so unfassbarer Optimist und schlag mich tot, ist ein Träumchen, ein absoluter Traum. Obwohl er halt auch so sein Päckchen zu tragen hat, ne? Gewaltig sogar, gewaltig. Und diese Serie, wie gesagt, hat bei mir schon mitgebracht, wirklich Momente, wo ich dran saß mit einem dicken, dicken Kloß im Hals, wirklich mit einem dicken Kloß im Hals, jetzt nicht nur einmal. Momente, die ich einfach total feiern könnte mit Dani Rojas. Football is our life.
Auch das. Was war unser Leben? I got two asses, asses. I got two asses. There are asses, asses, asses. Auch sehr schön, dass es dieser Platzwart, mit dem man sich am Anfang gleich anfreundet. Ja, der Platzwart. Was redest du mit mir? Was? Und halt Coach Beard ist halt auch Coach Beard. Brandon Hunt als Coach Beard ist also so eine geile Rolle. Mhm. Ah, und auch die Anspielungen, wo sie dann haben, nach dem einen Spiel mit auch hier so, welches hier, aus welchem Jahr kommst du? 1996? Wer ist der Präsident? Ronald Reagan? Der Schauspieler? Ja. Und es ist so geil. Es ist einfach so witzig. Und weil halt Jason Sudeikis so diesen Ted Lasso so unfassbar liebevoll verkörpert, mit all seinem Optimismus, mit all seinem Gutmenschentun. Es ist einfach, das ist einer, glaube ich, der besten Menschen, die es auf der Welt gibt. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also die Jason Sudeikis-Figur ist super und auch viele der Nebencharaktere. Was mich an der Serie, was noch ein bisschen Salz in der Suppe ist, ist das Thema, wie schauen US-Amerikaner, wie denken, dass US-Amerikaner Fußball funktioniert? Das ist hier teilweise manchmal sehr fragwürdig, ja, also boah, da ist wieder dieser amerikanische Blick, also sie haben es versucht, sie haben es wirklich versucht, ja, also sie geben sich sehr viel Mühe, aber da sind halt Sachen dabei, zum Beispiel jemand wird ausgewechselt mal in einem Spiel und plötzlich ein Riesenaufschrei, warum wird er ausgewechselt und der ist dann auch gar nicht mehr in der Kabine, der ist halt einfach weg, sofort komplett weg, ja, also der ist gegangen. Ja. Und, ja, aber sowas gibt's, also sowas gab's auch hier in Stuttgart schon, dass dann Spieler einfach gegangen sind. Ja. Also das ist jetzt so weit hergeholt ist das nicht. Nee, aber da sind Sachen drin, wo ich sage, mit mir ist auch schon mal ein Spieler begegnet, als ich ins Stadion gefahren bin, fahre ich ins Parkhaus rein und der fährt raus, weil er nicht nominiert wurde fürs Spiel. Der wirkte da auch nicht sehr glücklich. Deswegen. Ich hoffe mir von der zweiten Staffel ein bisschen mehr Sorgfalt in dem Thema, wie funktioniert Fußball. Einfach mal vielleicht auch. Vielleicht ja, aber Fußball ist ja live, aber steht ja gar nicht im Mittelpunkt der Fußball. Ja, vielleicht ein Berater. Das ist eigentlich nur mit engagieren. Nein, und das finde ich, das ist jetzt wieder was, wo ich sage, hey, das finde ich aber auch ganz geil. Weil es sagt ja, Dani Rojas ist ja hier mit Football is our life. Fußball ist unser Leben. Der Fußball heißt ja auch immer, ist die schönste Nebensache der Welt. Und in dieser Serie ist er eigentlich auch nur die Nebensache. Mhm. Der aber alle wieder miteinander verbindet. Und das finde ich so schön. Und einfach die Geschichten darum. Übrigens, weißt du eigentlich, was man in Liverpool richtig gut machen kann? Karaoke. Karaoke, ja, das war ja eine. da kommen wir dann gleich zu der Clubbesitzerin. Ja. Ja, ich finde, okay, ja. Das ist ja so ein bisschen Rebecca. So eine emotionale Reise auch. Ne? Also er kommt ja da neu hin und sie lernen sich kennen und ist mit seinem umwerfenden Charme, wer jeden früh einen Kuchen bringt und so weiter. Und sie hat ja dann eigentlich die Agenda, dass sie eigentlich das Team jetzt runterwirtschaften will, damit sich ihr Ex-Mann ärgert. Ne? Und dann gibt es ja wieder so Anflüge, wo die beiden sich näher kommen, sich anfreunden. Und dann gibt es wieder so Rückschläge, wo sie dann wirklich in völlig andere Richtung wieder handelt. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen bis jetzt. Also da fand ich ein bisschen inkonsequent diese gemeinschaftliche Freundschaft, die sie da haben. Es wirkte manchmal ein bisschen, als wären manche Folgen vertauscht. Als hätte eine Folge weiter vorne hingehört und eine weiter später oder so. Ja. Nein, muss ich dir voll widersprechen, weil das ist komplett der Struggle, durch den Rebecca geht, die eigentlich nur das Andenken von ihrem Mann zerstören da möchte. Aber dann halt auch eben auf Ted Lasso trifft und der einfach eine Atmosphäre schafft in dem ganzen Club, wo sie dann wirklich mit zu kämpfen hat. Also, und zwar, weil der einfach alle annimmt, der nimmt alle wahr. Und das ist ich erfahre das bei mir in der Schule ja auch ganz arg oft mit Schülern, wie die teilweise aufblühen, wenn man anfängt, die auch wirklich wahrzunehmen. Ich gehe immer davon aus, dass es die Aufgabe von dem Lehrer ist, seine Schüler wahrzunehmen und zu wissen, wer ist da und wer hockt da. Und nicht so, ja, ich gehe jetzt da rein zu diesen Rotzlöffeln, spule mein Programm runter und gut ist. Das ist absolut auch in der heutigen Zeit komplett der falsche Weg, meiner Meinung nach. Das war früher vielleicht noch machbar und alles, aber einfach die Leute und das Umfeld wahrnehmen. Bei mir an der Schule, ich nehme mich da jetzt einfach mal als Beispiel, gibt es ganz arg wenige Leute, die ich nicht kenne, also die ich nicht persönlich kenne. Dazu gehört jetzt aktuell die Reinigungsfirma, weil ich mit der noch keinen
Überschneidungen hatte, aber ich weiß, als wir noch im Hauptgebäude waren, weil wir jetzt gerade immer noch in Containern sind, da die Reinigungskräfte, die kannte ich beim Namen, die habe ich begrüßt auch, die habe ich immer wahrgenommen. Und das ist so viel, das macht so viel aus, einfach Leute wahrnehmen, und das macht Ted Lasso in Perfektion. Bei dem ist jeder wichtig, weil jeder gehört zum Gesamten dazu. Das heißt, klar, man kann auf die Sicherheitsleute oder auf die Hausmeister, kann man drauf scheißen und sagen, ey, dein niedriger Job interessiert mich nicht. Kann man machen, aber dann ist man halt ein blöder Wichser. Entschuldigung. Nö, völlig richtig. Also muss jeden eigentlich gut behandeln, und das ja, ist ja... wahrnehmen. Weil... das ist so einfach. Das kann so einfach sein. Man sieht sich ja dann auf dem Weg nach oben im Fahrstuhl und auf dem Weg nach unten ja auch wieder. Deswegen weiß man ja nie, wen man da wieder trifft. Ne? Und... ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, also ich weiß nicht, wie viele Folgen kommen da jetzt eigentlich noch? Sind das? Sind ja noch ein paar. Ich glaube, es sind 9. Also das heißt, jetzt müssten noch 2 oder 3 kommen. Also, da und dann kommt halt die zweite Staffel irgendwann. Also was ich mir echt wünschen würde für die nächste Staffel. Es kommen noch 3. Ja. 3 kommen noch. Was ich mir 10 sind's, 3 wünschen würde, das ganze Ding wird ja auch in England gedreht. Ja, das ist zum Beispiel, das Stadion ist ja vom Crystal Palace eigentlich. Und wird auch in London gedreht, das merkt man auch so. An Crystal Palace, ein Palast aus Kristall. An dem Humor, der da teilweise ist, ist halt typischer englischer Humor, das finde ich extrem gut, dass sie das machen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es so ein bisschen, ja, wie bei Ballers zum Beispiel, dass mehr so Cameo-Auftritte vielleicht mit drin sind von echten Leuten. Oh, da Leuten kommt noch einer. Aus der Premier League, ja. Da kommt noch einer. Was? Ein Cameo-Auftritt kommt noch. Weil ich weiß es schon, dass so, da kommt. Nee, ich meine jetzt, also sowas würde ich mir wünschen, weil es war bis jetzt ja noch nicht da, aber so. Das ja, können, dann mal ab. Das können sie ja durchaus nutzen, wenn es eh um die Premier League geht, dass sie da wirklich ein paar Leute mit reinbringen und dann auch wirklich ein bisschen mehr Flair von draußen, ja, nicht immer nur so dieselben Räume. Aber es ist klar, so eine erste Staffel, die muss erstmal so ihre Stimmung finden, die muss ihr Publikum finden. Und dann kann man ja sehen und ein bisschen mutiger agieren in der zweiten Staffel. Und das hoffe ich einfach mal, dass sie das dann machen. Und es ist einfach großartig da mit diesem Pub oder ach, einfach wunderbare Serie. Also wer Apple TV Plus hat, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Ansonsten wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis es dann bei anderen Streamingdiensten dann verfügbar sein wird. Ja, es gilt ja als Apple Original. Also deswegen. Ich möchte übrigens noch ganz kurz erwähnen, die zweite Folge, ja, der Serie, die zweite Folge, da führte jemand Regie oder war Director von der Folge, den ich auch sehr, sehr schätze für all das, was er getan hat. Ich sehe es gerade. Ja, Zach Braff. JD. Na! Zach Braff, JD aus Scrubs. Garden State. Einfach großartig. Garden State, ja, ganz viele tolle Filme gemacht einfach. Ganz, auch ein ganz, ganz cooler Typ. Habe ich jetzt gar nicht so bemerkt jetzt, dass da jemand anders irgendwie Regie, aber jetzt, wenn du es sagst. Ja. Typ, ey, guck gerade hier. So. Also Ted Lasso, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich liebe es einfach total und bin jetzt schon traurig, wenn es irgendwann zu Ende geht. Ansonsten kann man da bei Apple TV Plus auch so Test-Accounts machen eigentlich. Wie bei den bei Netflix bestimmt. Oder so, dann kann man da. Ich habe ja wirklich die erste Staffel fast komplett durchgeguckt und dann die eine Folge, die jetzt am Freitag kam, noch dazu. Also das sind ja auch so relativ kurze Folgen. Und kann man Dani Rojas. Also, Ted Lasso, Empfehlung von uns. Und Rojas. Dann kommen wir mal zur Rätselecke. Rätselecke. Da muss ich heute was raten. Ja, und ich glaube, heute ist es relativ einfach, weil du bist ja ein absoluter Filmexperte und vor allem auch für ganz arg viele Filme. Jetzt baust du aber die Rampe ziemlich hoch, ja, gerade. Ja, natürlich. Ich möchte, dass du möglichst tief fällst. Unter Druck, ja. Jetzt, so der, Tony Hawk-mäßig. Der Druck ist da, ne? Ja, Tony Hawk, großartiges Spiel, ey, herrlich. Ja, und zwar ergab es sich diese Woche, dass ich... Und während ich eingeschlafen bin, jemand neben mir im Bett Indiana Jones geguckt hat. Ah. So, und das hat mich dann natürlich auch jetzt dazu gebracht, dass ich mal sage, okay, vielleicht machen wir mal ein Rätsel in diese Richtung. Harrison Ford. Und zwar würde mich jetzt interessieren, Erik schon so. Okay, würde mich jetzt mal interessieren, ob
du, lieber Erik, weißt, woher denn jetzt der Name Indiana Jones kam und welcher andere Star von einer anderen Filmserie ebenfalls damit tatsächlich in Verbindung steht oder eine Verbindung hat. Jetzt bin ich gespannt. Weiß ich von irgendeiner Cornflakes-Packung oder sowas? Ich meine mal sowas gehört zu haben. Nein. Ein Star von einer anderen Filmserie. Ja, aber jetzt erstmal, wo kommt der Name her? Das ist ja wieder so zweiteilig, aber... Hat das eine wo was mit dem Bundesstaat zu tun, Indiana? Nein. Nee. weiß ich nicht. Wie, du gibst schon auf nach 10 Sekunden? Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt fragen soll. Naja, es muss ja irgendwie, also ich gebe dir einen Tipp. Ja? Ja. Steven Spielberg hat den Hauptcharakter Indiana Jones quasi gegründet oder gemacht. Ja? Hm. Aber hieß zuerst noch anders. Aber jetzt ist die Frage, also ich will jetzt nicht wissen, wie er zuerst hieß, weil wenn ich das sage, wie er zuerst hieß, kriegst du wahrscheinlich die Folgekrise. Genau wie Steven Spielberg damals. George Lucas hat ihn so genannt. Ich nehme alles zurück. George Lucas hat den, nämlich am Anfang hieß der Indiana Smith. Okay. Ja, krass, ne? Aber jetzt, wo kommt der Vorname Indiana her? Indiana. Hat es ihm irgendjemand anders gesagt? Oder ist er da Nein. Selber drauf gekommen? Ja. Okay. Hat es aus irgendeinem Buch? Nein. Aus irgendeinem anderen Film? Nein. Irgendein anderes Ding, wo es irgendwie drauf stand? Oder? Ding im weitesten Sinne, aber wo es drauf stand, nein. Das ist doch die Cornflakes-Packung. Nein, nicht die Cornflakes. Okay, scheiße, Cornflakes-Packung. Ich dachte, das ist einfach. Ich dachte, du weißt sowas. Nee. Ich will dich ein bisschen die Falsche erhöhen. Ich habe schon mehr vergessen, als ich je gewusst hatte. Wie war das? Der hat mehr über Fußball vergessen, als ich je wissen werde. Gab es vielleicht einen anderen, irgendwie berühmte Person oder sowas, an den er sich orientiert hat? Aber es hat was, ich gebe den Tipp, es hat was mit dem Umfeld von Steven Spielberg zu tun. Der Beleuchter oder irgendwas, jemand aus dem Team? Oder? Nein. Verwandte? Nein. Das Freunde? Nein, in dem Fall nicht. Bekannte Freunde. Ich würde sogar sagen, bester Freund. Sein bester Freund. Der beste Freund von Steven Spielberg. Sein Hund. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, Sein um Hund. Das zu sagen, aber ja. Ah! Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass es von seinem Hund kommt. Aber warum kommt Indiana von seinem Hund? Weil sein Hund Indiana hieß. Genau, sein Hund hieß Indiana. Ah. Das ist schon mal gut. Okay. Und dieser Hund war die Inspiration für eine andere Figur. Für eine andere Figur in Indiana Jones oder? Nein, nicht in Indiana Jones, für eine andere Franchise. Lassie. Nein. Was gibt's noch für Boomer der Streuner? Nein. Für einen Film von Steven Spielberg? Oder? Naja, die Gruppe, wo Indiana Jones gemacht hat, waren George Lucas, Steven Spielberg also, und. Aber nicht der Wookie, oder? Und wie, welcher Wookie? Chewbacca, oder was? Vollkommen richtig, ja. Ja, echt? Der Hund von Indiana Jones war die Inspiration für Chewbacca von Star Wars. Das habe ich nicht gewusst. Der Hund? Also der Hund Indiana von Indiana. Steven Spielberg war... Also warte mal, jetzt darf ich ja mal googeln. Da gibt es ein Bild. Indiana Hund gebe ich mal ein als Bildersuche. Warum schreibe ich hier Hitzt? Ich war eins zu weit rechts. Wir nannten den Hund Indiana hier bei giga.de. Guck an. Nein, Steven Spielberg Dog Indiana. Gibt es da ein Bild von dem Hund? Das müsste ja dann. Oder vielleicht war es auch, auch der Hund von George Lucas. Oh, Indiana Jones, wir nannten den Hund Indiana. Hier ist doch, ja. Wir hören uns alle. Oh, es war wahrscheinlich aber George Lucas Hund. Naja, ist ja jetzt egal. Das ist ja. Wie kam es? Ja, aber das hätte dich ja voll auf die falsche Richtung geleuchtet. Das hätte mir auch nichts geholfen. Wenn ich gewusst hätte, dass es der Hund von George Lucas gewesen wäre, da hätte ich eher vielleicht noch den Bogen zu Chewbacca geschlagen. Aber hier,
hier steht es. Auf der Suche nach einem Namen, der die goldene Ära des Abenteuerfilms der 30er Jahre auf den Punkt bringt, gerieten Steven Spielberg und George Lucas etwas ins Stocken. Zwar war der uramerikanische Nachname schnell gefunden, für den alles entscheidenden Vornamen fehlt es aber an Inspiration. Als George Lucas Hund Indiana plötzlich durchs Zimmer trottete, war der Funke dann übergesprungen. Indys Namensvetter hat in der Eingangssequenz des Films sogar einen kurzen Cameo-Auftritt. Okay. Direkt nochmal gucken. Also das wusste ich jetzt nicht. Das kann ich mir auch nicht erinnern, dass ich das mal... Aber, ist ja aber Glückwunsch, du hast das Rätsel gelöst. Das heißt, du bist nächste Woche dran. Yeah. Ey, ich habe sogar was... ich habe sogar hier... Ich bereite ja ein bisschen vor. Ich habe sogar was über Steven Spielberg. Jetzt bist du ja im Thema drin. Das ist ja für dich dann die nächste Woche. Ein Klacks. So, jetzt kommt dann zu... Wie hieß die Schwester von Steven Spielbergs erster Geliebter im College? Nein. Aber dich mit der Vita von Steven Spielberg zu beschäftigen, ist schon mal nicht verkehrt. Ja. Du wieder mit deinen komischen Rätseln davon. Nee. Das kriegst du raus, genauso wie ich das rausgekriegt habe. Ja. Und wie viele Schrauben waren in dem Motor, in dem Beate Use übers Feld geflogen ist? Na, siehst du mal, das hast du ja gemerkt mit Beate Use hier, ne? Ja, das habe ich mir gemerkt. Und was hat Therese Orlowski früher gemacht? Nichts. Pornos? Auch, ja. Macht die heute noch welche? Nein, also siehst du. Weiß ich nicht. Okay, dann. Das würde mich etwas wundern, aber. Oh, es gibt für alles einen Markt, glaube ich. So, aber jetzt mal zu den Musiktipps. Music. So, ich packe heute auf unsere Playlist, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt, um eine bunte Mischung aus allen möglichen Songs und Eindrücken zu haben. Packe ich einen Song, der so ein bisschen thematisch zu diesem Scooby-Doo-Film passt, der aber nicht im Film vorkommt. Ich wollte keinen der coolen Filmsongs spoilern, deswegen habe ich von B2K featuring P. Diddy Bump 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 genommen, habe ich nämlich lange nicht gehört gehabt und war auf einer der CDs, die ich wieder gefunden habe, drauf. Was nimmst du? Ich nehme von The Cordettes Mr. Sandman, den kennen wir schon, das ist Bam 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 Bam, den kennt jeder den Song, glaube ich, haben wir schon mal gehört, kommt auch bei Zurück in die Zukunft und alles, aber ist einer der tragenden Songs bei Hello Again, Ein Tag für immer und zwar in ganz arg vielen auch sehr, sehr interessanten Variationen. Okay. Also auch in Remixen und Schlag mich tot, wo, ja, schon ein bisschen. Ist das da auch so, dass sie früher mal aufwacht und immer derselbe Song im Radio kommt, oder? Nee, der kommt halt im Hintergrund immer. Ah, okay. Nee, das nicht. Aber es kommt halt jeden Morgen das Boom, Boom von der Türe, von der Wand, wenn ihr Mitbewohner gerade die... Ja. Ey, das ist aber echt fast wie dann bei Happy Death Day, da war es an der Tür, wo da jemand geklopft hat. Ja, natürlich, ja. Ja, aber ja, ich gucke mir mal an, ich mag solche Filme. Okay, dann sind wir ja schon durch für heute. Dann möchte ich mich wie immer noch bei allen bedanken, die uns auf diversen Wegen unterstützen, sei es über Patreon. Vielen Dank an alle, die da irgendwie einen kleinen Betrag in den Hut werfen, damit das hier alles am Laufen bleibt. Und ja, alle, die uns irgendwie unterstützen, die uns retweeten oder auf Facebook reposten oder uns weiterempfehlen. Wenn ihr jemanden kennt, der uns noch nicht hört, dann empfehlt mal diesen Podcast weiter. Und ja, dann sind wir eigentlich durch für heute. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Bis morgen eventuell und ja, dann liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.